Kapitän Jacques-Yves Cousteau erwartet sein Schiff, die Calypso. Sie läuft in den Hafen von Monaco ein. Wie vor jeder Expedition bereitet er sich sorgfältig vor. Die Mannschaft der Calypso wird eine Reihe von Forschungsreisen auf den Weltmeeren unternehmen. Wir wollen die prachtvollen Geschöpfe schützen, die durch die Walfangschiffe vom Aussterben bedroht sind. Wir werden das Verhalten aller Meerestiere studieren, denen wir begegnen. Außerdem werden wir versuchen, die Geschichte der Ozeane anhand jahrmillionenalter Fossilien nachzuvollziehen. Aus Plexiglaskäfigen werden wir das Meeresleben filmen. Ein Leben, das immer wieder faszinierend ist. Wir werden die Friedhöfe der Meere erforschen, wo gesunkene Schiffe liegen. Wir werden versuchen, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Denn bei jedem Tauchgang, jedes Mal, wenn wir ins Meer vordringen, lernen wir etwas Neues. Nie zuvor waren wir so gut ausgerüstet, um zu beobachten, zu lernen und unsere Funde wissenschaftlich auszuwerten. Auf unserer Forschungsreise werden wir den Gefahren des Meeres trotzen und seine unvergleichliche Schönheit einfangen. Haie haben den Ruf, brutale Räuber zu sein. Aber das ist nicht immer richtig. Es gibt Schwarzhaie, Katzenhaie, Ammen- oder Zebrahaie. Sie alle sind vollkommen harmlos. Aber ein Haibiss ist immer schlimm, manchmal sogar tödlich. Die heutigen Haiarten haben sich vor etwa 180 Millionen Jahren entwickelt. Die ältesten Fossilien von Haien, die den heutigen mehr oder weniger ähneln, sind um die 400 Millionen Jahre alt. Diese prächtigen Geschöpfe sind alles andere als primitiv. Einige lebend gebärende Arten haben sogar lange vor dem Erscheinen der Säugetiere die Plazenta erfunden. Im Meereskundemuseum von Monaco finde ich in meiner Post etliche Briefe mit der Frage, wie soll man sich verhalten, wenn man beim Tauchen einem Hai begegnet. Ich kann diese Frage nicht eindeutig beantworten. Es gibt zahlreiche Haiarten und jeder verhält sich aus uns unbekannten Gründen anders. Haie töten, wie alle Raubtiere.
Sie sind scheu, aber sie können sich schlagartig in wütende Kämpfe verwandeln. Sie sind stark, aber empfindlich. Immer hungrig, aber schnell satt. Was sie so furchteinflößend macht, ist ihr Kiefer. Er ist mit mehreren Zahnreihen ausgestattet. Die Zähne sind scharf wie Rasiermesser. Dieser Zahn zum Beispiel stammt von einem großen Hai, einer gefährlichen Art, die noch heute existiert. Aber ähnliche Zähne, noch sehr viel größer, sind auch in Sedimentschichten gefunden worden. Das sind fossile Zähne von gigantischen Haien, die seit Millionen von Jahren ausgestorben sind. Taucher träumen manchmal von solchen Monstern, die so ähnlich aussehen wie dieses Modell. Wir haben Glück, dass es solche Kreaturen heutzutage nicht mehr gibt. Im Hafen von Monaco ist die Calypso zum Auslaufen bereit. Unter dem Kommando von Kapitän Cousteau wird sie die Welt umrunden, den Geheimnissen des Meeres auf der Spur. Ausrüstung und Mannschaft sind an Bord. Die Fürstenfamilie von Monaco bringt das letzte Besatzungsmitglied, das Maskottchen der Calypso, den Hund Zoom. Zu Beginn dieser Odyssee herrscht, wie bei allen Abenteuerfahrten, eine ansteckende Vorfreude. Aber es ist eine moderne Odyssee, eine 5 Jahre dauernde Expedition in unterseeische Gefilde, den letzten vom Menschen noch unberührten Räumen. Die Calypso wird durch das Mittelmeer und das Rote Meer in den Indischen Ozean fahren, Afrika umrunden, über den Atlantik Richtung Südamerika reisen und dann geht es durch den Panamakanal in den Pazifik. März. Die Calypso ist unterwegs zu einer kleinen Insel im Roten Meer. Wir hoffen, dort Haie anzutreffen. Das 400-Tonnen-Schiff hat nur 28 Mann Besatzung. Jeder muss mehrere Aufgaben übernehmen. Taucher wie Bernard Mestre und Roger Chopin sind zugleich Fotografen und Mechaniker. Andere Taucher sind Ingenieure oder Biologen, Archäologen oder Navigatoren. An Bord gibt es weder Dienstvorschriften noch Uniformen. Wir tragen nur die rote Mütze, die traditionelle Kopfbedeckung der Taucher. Jeder Tauchgang wird sorgfältig vorbereitet, damit Philippe Cousteau, der Regisseur, und Canoë, der Cheftaucher, die Filmaufnahmen koordinieren können. Die Taucher sind sehr jung, aber schon erfahren. Für den langen Aufenthalt unter Wasser braucht man viel Ausdauer. Cousteau hat für die Taucher der Calypso eine revolutionäre Ausrüstung entwickelt. Eine hydrodynamische Verkleidung und am Taucherhelm befestigte Lampen zum Tauchen im Dunkeln. Der auf der Brust getragene Lungenautomat erleichtert beim Arbeiten unter Wasser die Atmung. Funk- oder Sonargeräte ermöglichen den Tauchern die Kommunikation untereinander und mit der Calypso. Erst diese Aqualunge, die Cousteau Gagnon, die Serge Foulon hier anlegt, hat den Menschen die Welt der Meerestiefen wirklich eröffnet. Diese Taucher haben bereits tausende Stunden unter Wasser zugebracht. Aber im Revier der Haie verspüren alle dennoch eine gewisse Furcht. Damit sie schneller im Wasser sind, benutzen die Taucher eine Rutsche.
Als letzter rutscht der Kameramann hinunter, Philipp. Wir machen uns auf die Suche nach Haien. Wir wissen weder, woher sie auftauchen werden, noch was sie am meisten anziehen wird. Aber wir glauben, dass Fische beim Fressen Druckwellen auslösen, die Haie rasch anlocken. Die Taucher sind als Freunde gekommen. Die Fische fressen ihnen aus der Hand. Sie werden immer zutraulicher. Und schon bald sind Foulon und Ruiz von ihnen umringt. Dieser Hai, ein Silberspitzenhai, hat keinen guten Ruf. Vorsichtshalber sind die Taucher mit einem Haistock ausgerüstet, einer Verteidigungswaffe, mit der der Hai in Schach gehalten werden kann. Um nicht überrascht zu werden, organisieren Foulon und Ruiz ihre Verteidigung Rücken an Rücken. Um nicht das Interesse des Hais zu wecken, beginnen sie mit möglichst sparsamen Bewegungen aufzutauchen. Kein guter Zeitpunkt, denn nun sind sie von unten angreifbar. Bei Haien weiß man nie, was passieren wird. Wir sind erleichtert, als Foulon, Ruiz und Philipp wieder an Deck sind. Aber wir wissen jetzt, dass die Stelle günstig ist. Also werden wir hier die wichtigsten Versuche durchführen. Kapitän Cousteau hat eine Spezialistin für Haie auf die Calypso eingeladen. Dr. Eugenie Clark, Ichthyologin und Gründerin eines ozeanographischen Zentrums in Florida, genießt weltweites Ansehen. Sie möchte Haie auf hoher See beobachten und Versuche mit ihnen durchführen. Cousteau erzählt, dass er einem fast 4 Meter langen Silberspitzenhai begegnet ist. Eugenie Clark weist darauf hin, dass kleine Haie ebenfalls aggressiv sein können. Philippe Cousteau hält sie sogar für noch gefährlicher. Philippes Spezialität ist, sagt sein Vater, dass er beim Tauchen zum Schluss immer unter jedem Arm einen Hai hat. Aber, sagt Philippe, wenn von einem kleinen Hai die Rede ist, dann ist das ein Tier, das bereits eine viel größere Schnauze hat als jeder Hund. Ein Hund von dieser Größe jagt schon Angst ein. Dabei kann der nur beißen, während ein kaum größerer Hai ein großes Stück Fleisch herausreißen kann. 25. März. Die Versuchsreihe beginnt. Die meisten Fachleute nehmen an, dass Haie von Blut angelockt werden. Was verrät ihnen, dass es Beute gibt? Ist es ihr Gesicht oder ihr Geruchssinn?
Mit diesem verstümmelten Taucher brauchen wir kein Mitleid zu haben. Es ist nur Arthur, eine Puppe. Wir versuchen herauszufinden, warum Haie angreifen. Wir haben unsere Experimente mit dem mit Lumpen ausgestopften Arthur begonnen. Er sieht aus wie ein Taucher, aber aus Sicht der Haie fehlt ihm etwas. Da der Anblick allein noch keinen Angriff provoziert hat, testen wir den Geruchssinn. Dieses Mal haben wir Arthur mit Fischen ausgestopft. Aber das Tier ist noch immer vorsichtig. Der Hai scheint die Situation genau zu analysieren. Er ist auf der Hut. Jetzt ist er sicher, dass sein Opfer ihm nicht entkommen kann. Der Hai hat sich entschieden. Blitzschnell reißt er Arthur ein Bein ab. Es ist Zeit, Arthur hochzuholen, sonst bleibt nichts von ihm übrig. Dieses Verhalten der Haie hat den Fortbestand der Spezies über Millionen von Jahren gesichert. Heute beginnen wir mit einer unserer wichtigsten Untersuchungen. Wir möchten die Wege der verschiedenen Haiarten nachvollziehen. Sind sie sesshaft? Schwimmen sie von Insel zu Insel oder gar von Ozean zu Ozean? Und legen sie weite Strecken zurück? In der Nähe eines Riffs werden die Taucher versuchen, möglichst viele verschiedene Haie zu markieren. Dadurch können sie sie wiedererkennen und ihre Wanderung nachvollziehen. Cheftaucher Canoe verteilt die Aufgaben. Ruiz nimmt die Markierung vor, geschützt wird er von Foulon und Philippe macht die Aufnahmen. Es ist wichtig, dass die Markierung den Hai nicht verletzt und seine Bewegungsfreiheit erhalten bleibt. Die geeignete Körperstelle liegt unterhalb der Rückenflosse. Da sitzt sie am besten. Also, Canoe, zeigen Sie uns mal, welche Geräte zur Kennzeichnung wir an Bord haben. Zur Markierung der Haie benutzen die Taucher entweder lange Lanzen oder kurze Dolche. An ihrem Ende befindet sich die Speerspitze mit der roten Kunststoffplakette. Die Pfeilspitze muss in die Haut des Hais eindringen. Eine sehr harte Haut, rau durch die vielen winzigen Schuppen. Die rote Plakette zeigt Datum und Ort der Markierung an. Der Finder wird gebeten, sie an das Museum in Monaco zu senden. Bei der Kennzeichnung arbeiten die Taucher dicht an der Oberfläche. Sie sind also leicht verwundbar. Bei Gefahr können sie sich in den Haikäfig retten. Der Blauhai ist einer der schönsten Haie. Er folgt den Walherden und greift sich diejenigen, die jung, krank oder schutzlos sind. Im Meer, in das nur eine gedämpfte Nachmittagssonne dringt, hat eine Art Stierkampf begonnen. Haie der verschiedensten Arten nähern sich den Tauchern, die auf den richtigen Moment warten, mit den Banderillas zuzustechen. Es ist ein Stierkampf ohne Tuch und ohne Töten. Aber er ist genauso beängstigend und erfordert die gleiche Geschicklichkeit.
Am Abend verwandelt sich das Vorderdeck in ein Kino. Die Filme, die gezeigt werden, wurden während der Reise gedreht und bei einem Zwischenstopp entwickelt und wieder an Bord gebracht. Die Taucher der Calypso hatten bei der Untersuchung eines Wracks einen über 125 Kilo schweren Zackenbarsch gefilmt. Er war von Hunderten von Pilotfischen umgeben. Ein überraschendes Schauspiel, denn lange Zeit glaubte man, dass Pilotfische ausschließlich Haie begleiten. Die Besatzung der Calypso hat bewiesen, dass sie sich auch Tauchern anschließen. Die Männer haben sogar beobachtet, dass sie tagelang vor der Calypso hergeschwommen sind. Der Mythos der Pilotfische reicht bis in die Antike zurück. Man glaubte, dass diese Fische den Hai zu seiner Beute führten und im Gegenzug das Recht auf Schutz durch ihren großen Meister hätten. Eine schöne, aber keine wahre Geschichte. Tatsächlich ernähren sich die Pilotfische von den Resten dessen, was der Hai übrig lässt. Ihnen droht in dieser Nachbarschaft keine Gefahr, weil sie wohl zu klein sind, um sein Interesse zu wecken. Zehnter Juli. Wir sind im Roten Meer. Die Temperatur erreicht hier tagsüber bis zu 40 Grad. Aber das Wasser ist sehr klar und die Bedingungen sind für Dreharbeiten exzellent. Heute werden wir auf Haifang gehen, um zu überprüfen, ob das Markieren erfolgreich war. Foulong hat beobachtet, dass die schon markierten Haie die wagemutigsten und neugierigsten waren. Und so zeigen sie sich als Erste. Derselbe Wagemut, der sie dicht genug herankommen ließ, um markiert zu werden, lässt sie auch nach dem Köder schnappen. Die Geräusche und der Geruch alarmieren den Hai. Paradoxerweise braucht dieser unglaubliche Fresser nicht viel Nahrung. Er kann über einen Monat leben, ohne zu fressen. Ohne Nahrung hört er allerdings auf zu wachsen. Aber er überlebt. Dieser mörderische Jäger ist zerbrechlich. Sein Skelett ist knorpelig. Aber sogar tödlich verletzt kann er noch stundenlang schwimmen. Nach einer gewissen Zeit, wenn die Kennmarken wieder eingesammelt sind, können die Forscher interessante Schlussfolgerungen ziehen. Ah, die Banderia war am Hai Nummer 014. Gut, schauen wir mal nach dem Datum. Es ist gerade 3 Wochen her. Also ist der Hai 3 Wochen lang hier geblieben. Es ist ein sesshafter Hai. Es ist kein Hochseehai. Danke, Kanoe. Es müssen zahlreiche Markierungen eingesammelt werden, um die Wanderung der Haie allmählich zu verstehen. Am 8. Mai sind wir einem sehr seltenen Geschöpf begegnet, das ich in 30 Jahren erst einmal gesehen habe. Ein Walhai. Und selbst dieses Ungetüm trug die Kennmarke der Calypso. Von allen Haien ist der Walhai der größte. Dieser hier misst 13 Meter und wiegt wahrscheinlich 20 Tonnen. Trotz seiner Größe ist er harmlos. Er ernährt sich nur von Plankton und sehr kleinen Fischen.
Nach einer kurzen Stippvisite an der Oberfläche kehrt er in sein für uns noch unbekanntes Reich in die Tiefe zurück. August. Einen Monat lang währender Sandsturm hat das Wasser getrübt und die Dreharbeiten erschwert. Er hat sich nun gelegt und wir werden in die von Haien bewohnten Gewässer zurückkehren. Dr. Eugenie Clark arbeitet weiter an ihren Studien über die sensorischen Fähigkeiten der Haie. Dafür hat sie ein raffiniertes Verfahren entwickelt und im Aquarium getestet. Jetzt will sie es im Meer ausprobieren, unterstützt von den Tauchern der Calypso. Indem sie gleichzeitig farbig gestreifte Schilder, Köder und akustische Signale einsetzt, kann sie aus dem Verhalten der Haie Rückschlüsse auf die Bedeutung von Sehvermögen, Gehör und Geruchssinn ziehen. Vor den Suakin-Inseln werden die mit Eugenie Clark arbeitenden Taucher Foulon, Templier und Dr. François die Schilder paarweise aufstellen. Eines mit Längsstreifen, das andere mit Querstreifen. Man geht davon aus, dass Haie ein Lernvermögen wie etwa Hausratten haben. Wenn das stimmt, müsste man die Haie daran gewöhnen können, ihre Nahrung nach den visuellen Markierungszeichen zu suchen. Am quergestreiften Schild ist ein Fisch befestigt. Wenn der Hai nach dem Köder schnappt, erzeugt ein Taucher ein akustisches Signal, um dem Hai zu bestätigen, dass er das richtige Schild gewählt hat. Spontan wird ihn jedoch das längs gestreifte Schild anziehen, vielleicht wegen der Struktur seiner Augen oder weil viele Fische Längsstreifen haben. Aber nachdem er vorsichtig das längs gestreifte Schild umkreist hat, schnappt der Hai schließlich die Beute am quergestreiften Schild. Erneut untersucht der Hai zuerst das längs gestreifte Schild, bevor er seine Nahrung am quergestreiften findet. Nach mehreren Wochen Training ließ man den Köder weg und der Hai forderte weiterhin sein Fressen, indem er gegen das Schild mit den Querstreifen stieß. Unser Schüler hatte seine Lektion gut gelernt. 12. September. Die Mechaniker der Calypso haben einen riesigen Käfig mit einer Kuppel aus Plexiglas gebaut. Die Mannschaft nennt ihn Squadoskop. Er wurde speziell dafür konstruiert, die Wirkung von Narkotika auf Haie zu beobachten. Das Squadoskop versinkt in einem ruhigen Meer. In Teamarbeit installieren Foulon und Canoë ihre Falle. Vor dem Käfig wird an einer langen Angelleine ein Stück Fisch angebracht. Sobald ein Hai anbeißt, wird er hineingezogen. Ist er im Käfig, schließt Foulon die Plexiglastür.
Der Hai ist im Squaloskop eingesperrt. Um einen Hai aus solcher Nähe zu studieren, muss man ihn ruhig stellen. Zum ersten Mal werden die Taucher ein Sedativum unter Wasser ausprobieren, das bei Bären und Raubtieren eingesetzt wird, wenn sie markiert werden. Das MS-222 wird mit einer riesigen Spritze in die Kiemen injiziert. Wird es seine Wirkung tun? Und wie lange? Es dauert weniger als 30 Sekunden, bis der Stoff seine Wirkung entfaltet. Der Hai, den Canoe liebevoll Gargantua nennt, ist augenblicklich zahm geworden. Mit Ködern werden weitere Haie angelockt, die sich zu Gargantua in seinem Käfig gesellen. Aber die Mannschaft hat nicht damit gerechnet, dass alle Haie der Umgebung von den Panikwellen der gefangenen Tiere angelockt werden. Es ist eine aufgeputschte Horde. Die Taucher drängen sich um das Squaloskop zusammen. Was Gargantua betrifft, beginnt er sich nach 10 Minuten wieder normal zu verhalten. Das Sedativum ist wirksam und ungefährlich. Aber wurden die anderen Haie wirklich durch die Druckwellen angezogen, die die Haie am Angelhaken aussandten? Ein Aluminiumkahn mit Fernsehmonitoren wird zu Wasser gelassen, um die verschiedenen Phasen des Versuchs zu verfolgen. Der Monitor ist mit einer Filmkamera gekoppelt. Vom Boot aus kann man die Ereignisse ebenso gut beobachten wie filmen. Was wird passieren, wenn ein lebender Fisch, vom Köder angelockt, auf einen Haken beißt? Reichen die Panikwellen eines Fischs, um einen Angriff zu provozieren? Dank der Nervenzellen an den Seiten und am Kopf nimmt ein Hai Infraschallwellen wahr, selbst aus großer Entfernung. Dieses Angeln mit der wissenschaftlichen Leine dauert nicht allzu lange. Nach einer Phase der Ruhe beschleunigt ein Fisch, beißt an und kämpft. Er sendet die Vibrationen eines Todeskampfes aus. In weniger als 2 Minuten taucht ein Hai auf, schneidet blitzartig die Stahlleine durch, verschlingt alles und verschwindet. Das Experiment hat deutlich gezeigt, wie ein krankes und gefährdetes Tier in der Natur sofort eliminiert wird. 18. September. Wir haben viele Mythen zerstört. Wir sind sicher, dass der Hai gut sieht, einen sehr feinen Geruchssinn hat und über die außergewöhnliche Fähigkeit verfügt, bestimmte Vibrationen zu empfangen. Gewöhnlich zögert er, ein Tier anzugreifen, dessen Reaktionen er nicht kennt. Dennoch gibt es hunderte von Zeugenaussagen, die belegen, dass Haie manchmal auch Schwimmer angreifen. Wir widmen uns nun dem Problem, wie man sich vor Haien schützen kann. Mit Fischen als Köder stellt Canoe ein Anti-Hai-Sandwich her. Jahrelang hat man geglaubt, dass das wirksamste Mittel gegen Haie Kupferacetat sei, gemischt mit einem starken Färbemittel. Früher wurde Fliegern, die riskierten, ins Meer zu stürzen, eine Packung dieser Hai-Vertreiber ausgehändigt. Sollte es nicht wirksam sein, so hob es doch wenigstens die Moral. Aber wer glaubt, es funktioniere, muss sich eines anderen belehren lassen. Mit großem Appetit verschlingt der Hai das Sandwich mit Kupferacetat, das ihn in die Flucht treiben sollte. Testen wir ein Schutzsystem, das auf einem anderen Prinzip basiert. Der Schiffbrüchige wird von der Wasserumgebung isoliert.
Während Canoe an Bord des Schlauchbootes mit dem Gewehr in der Hand aufpasst, probiert Philippe ein Spezialgerät der amerikanischen Marine aus. Den Haischutzraum Johnson aus Plastik. In einem aufblasbaren Ring ist ein Sack angebracht. Er ist undurchlässig für den Geruch des Menschen und kaschiert die Form seines Körpers. Cousteau beobachtet seinen Sohn, der in der Hand eine Sicherheitsleine hält und dann aufs Wasser schlägt, um die Haie auf sich aufmerksam zu machen. Er weiß, dass dieses neue und sehr einfache System den Ruf hat, sehr effektiv zu sein. Aber er weiß auch, sollte ein Hai angreifen, würde das Plastik der Wucht des Angriffs und den scharfen Zähnen nicht standhalten. Cousteau lässt Philippe wieder an Bord holen. Der Hai war gefährlich nah. Dann wagt Cousteau einen Gruppenversuch. Für den Notfall sind die Taucher einsatzbereit. Die Männer treiben inmitten von Haien. Der Hai sieht hier nur eine dunkle und konfuse Masse. Er kann weder Beine noch Füße erkennen, noch einen menschlichen Geruch wahrnehmen. Der Johnson-Haischirm scheint ein wirkungsvoller Schutz vor Haien zu sein. Oktober. Wir haben die Haie durch das Rote Meer, den Golf von Aden und den Indischen Ozean verfolgt. Aber wir müssen noch ein wichtiges Experiment durchführen. Das Abendessen ist einer der wenigen Momente des Tages, wo fast die ganze Mannschaft versammelt ist. An diesem Abend sprechen die Taucher Dr. Eugenie Clark und Kapitän Cousteau über die Probleme des Nachttauchens. Denn um die Reaktion der Haie zu erforschen, muss man sie auch nachts beobachten. Besonders nachts sind Haie außerordentlich gefräßig. Es kommt vor, dass sie sich mit aufgerissenem Maul auf einen eingeschalteten Scheinwerfer stürzen. Wenn einer etwas verschlingt, kommen alle zum Fressen. Die Taucher beginnen mit der Arbeit. Sie benutzen solide, verstärkte Käfige. Die starken Scheinwerfer ermöglichen ihnen dann die nächtlichen Dreharbeiten. Vom ersten Morgengrauen an geht das Experiment über Stunden und lockt rund um die Calypso mehr und mehr Haie an. An Bord der Calypso überwacht Cousteau die Operation am Fernsehmonitor. Über das Unterwassertelefon hält er Kontakt mit den Tauchern. Der Käfig hat den Grund erreicht. Ein Fisch wird mit einer Harpune erlegt. Das steigert die Nervosität der Haie und lockt einen unvorhergesehenen Akteur an. Einen gut 100 Kilo schweren Zackenbarsch.
Der Zwischenfall lässt die Haie wie besinnungslos werden. Sie geraten in Raserei. Die Taucher locken die Haie durch Köder in die Nähe des Käfigs, um mit dem Markieren weiterzumachen. Auch dieses Mal sind die schon markierten Haie die aggressivsten. Die Taucher müssen sie vertreiben, damit andere näher kommen können. Am Monitor können die Haie ausgemacht werden, die bereits gekennzeichnet sind. This one, yes, sure. You see the label below the dorsal fin. It's not unusual. We have tagged almost 120 sharks since February. And I think that in this area about one out of three is already wearing a label on its back. There's another one. Dr. Eugenie Clark beginnt sich um die Sicherheit der Taucher zu sorgen. Hallo Serge. Meint ihr nicht, dass die Haie zu aggressiv werden? Bon, compris. Die Haie haben ihr Misstrauen verloren. Sie kommen sogar durch die Käfiggitter. Sie sind in einem wahren Blutrausch, voller Gier auf Frischfleisch. Sie sind wie betrunken. Das wird wirklich zu gefährlich. Die Käfige müssen hochgeholt werden. Hallo Serge. Serge, ich verstehe Sie sehr gut. Wir holen euch hoch. Wir holen euch jetzt sofort hoch. Lassen Sie den Käfig hochziehen. So also endet unsere Untersuchung über die Haie. 6 Monate Arbeit, in denen wir mehr als einmal in Gefahr waren. Die Haie besuchen uns manchmal in unseren Träumen. Aber die meisten von uns waren doch voller Bewunderung für ihre Kraft und ihre Eleganz. Der Hai ist ein fantastisches Raubtier. Eines der beeindruckendsten Geschöpfe des Meeres. Für die Männer der Calypso hat das Abenteuer erst begonnen. Im Meer ist nicht alles grausam und blutrünstig. Es gibt doch viel Raum für eine unvergleichliche Schönheit. Kapitän Cousteau und seine Taucher brechen nun zu neuen Abenteuern auf. Und das nächste Kapitel des Bordtagebuchs der Calypso handelt vom Dschungel der Korallen.